So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Half-Life 1. Wir sind hier kurz vor dem ersten, ja, Boss stehen geblieben und haben vorhin gerade die Stromzufuhr wieder instande gestellt. Jetzt wollen wir erstmal zurück und gucken, ob das mit dem Strom auch wirklich geklappt hat. So, hier geht's runter. Hier kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Und schon wieder laden. Ach, jetzt. Ja, klasse. Okay. Die sind etwas stärker anscheinend. Dann werde ich gleich mal abspeichern, bevor ich da um die Ecke biege. Oder nicht mehr so schnell um die Ecke biegen. So, F6. Also. Ah, okay. Speichern wir hier noch. So, der ist Geschichte. Da ist auch kein HP mehr drin, leider. Oh. So, die Headcrab ist auch hinüber. Nehmen wir noch die Pistole. Lohnt sich da nicht, die guten Schüsse zu verballern für sowas. Hier ist, glaube ich, auch tote Hose. Das schaffe ich nicht mehr. Geh lieber ohne mich weiter. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Okay, der hat mich, glaube ich, gesehen. Nein, hat er mich nicht. Track Power off. Wieso denn das? Naja, vielleicht muss ich noch irgendwo einen Schalter umlegen oder so. Track Control. Also ich raff's nicht. Das ist ja der Power Generator, den ich eingeschaltet habe. Naja, vielleicht, wenn ich... Nein, den Hebel kann ich eigentlich nicht umlegen. Das bringt nichts. Egal. Ach, Mann. Verliere ich auch HP wegen so einem Scheiß. Track Control. Gibt's irgendwo noch einen Knopf hier? Ah, ups. Also da komme ich jetzt nicht weiter. Okay. Notiz an mich selbst, nach dem Tod auch nochmal speichern. Nach dem Tod von dem Typ natürlich nicht rein. So. Jetzt noch schnell hier hoch und dann speichere ich. So. Also. Gibt es Das irgendwo. schaffe ich nicht mehr. Geh lieber ohne mich weiter. Okay. Also hier gibt es nichts. Nichts, das ich drücken könnte. Vielleicht müssen wir einfach nur zum Zug da hinten und mal gucken, ob der sich aktivieren lässt. Oder dann vielleicht. Oh, hi. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt töten kann jetzt. Oder nicht. Ah, vielleicht hier hinten noch. Mal gucken hier. Ah, ja, genau. Okay. Na, da komme ich nicht hin. Ich sollte mich etwas beeilen, bevor das Tier wieder auftaucht. Kann ich hier durch? Ja. Okay. Da ist dann die Tür für, um zurückzukehren. Okay. Da muss ich jetzt erstmal den großen hier reinlocken, damit der stirbt. Vermutlich. Komm mal her, Dickerchen. Da kommt er auch schon. Na, komm mal her. Ja, genau. Boah, der ist sogar explodiert, okay.
Also dann haben wir den Dicken auch schon erledigt. Und wir können weiter zu unserem Zug und dann an die Oberfläche. Hoffentlich. So. Ich mach den schnell den Zug hier einmal drehen. Ah, okay, so geht's. So verliere ich auch keine HP. Und zurück. So, dann geben wir mal Vollgas. Ach so, okay. Wir scheinen einen richtig starken Zug zu haben hier. Der ganze Wände einreißen kann. Auf Schienen, ja. Bon, ich habe auf dich gewartet. Einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgend so einer Art von Satellitentransportrakete nehmen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hat es so eilig, hier heil rauszukommen, dass er es mir nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Militär den Start abgebrochen. Wenn du die Rakete also findest, musst du in den Kontrollraum rauf und sie selbst starten. Er sagte was in der Richtung, dass ein Lambda-Team den Satelliten in einer Umlaufbahn braucht, wenn wir aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommen wollen. Okay. Ja, dann aktivier du mal den Schalter. Oder, ah, warte, ich mach das selber. Du bist so dumm dafür. Vielleicht sollte ich die Pistole nehmen. Ah, okay. Ey, die Zunge kommt mal mit runter. Das können sie mal lassen hier. Oh. Okay, der Zug fährt immer noch. Auch mit Wasser. Ganz praktisch, finde ich. Hier kann man sich auch etwas verlaufen. Weil hier gibt es dann mehrere Wege. Da muss man den Schalter dann richtig stellen. Ich jetzt erstmal, bevor der Blitz dann noch kommt. So. Hier kommen auch noch meiner. Okay. So. Dann wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Okay, da hinten komme ich wohl noch nicht ran. Und hier kann ich einfach rüber oder was? Okay. So. Also, hier geht's erstmal geradeaus. Da links werden noch Kisten. Okay, und da haben wir einen Grafikbug. Interessant. Deplatzieren hier, nicht dass ich nur in den Strom gerate. Also, jetzt kann man hier drauf schießen, dann wechselt das. Autsch. Wo ist denn die Selbstschussanlage? Jetzt nur nicht da reinrennen. Vielleicht kann ich die mit einer Granate ausschalten, aber wo ist die? Also ich sehe die nicht. Da hat sie geschossen. Ah, okay. Autsch, autsch, auf. Okay. Die Schienen und die Selbstschussanlage kombiniert ist keine gute gesundheitliche. Okay. Oh. Also nochmal. So, diesmal aber.
Jawoll, ins Schwarze getroffen. Hier müssten wir erst oben den Schalter oder den Kran da wegmachen. So. Ach, Mist. So. Dann geht's mal hier weiter. Nein, ich wollte eigentlich noch die Shotgun, genau. Okay, da ist nix. Soll ich erstmal hier... Ja, ja. Okay, dann überraschen wir die hier von hinten. Hi. Mal gucken, ob es hier noch was zu looten gibt. Ah, okay. Na du. Tja, ich bin beim Rückwärtslaufen schneller als der Vorwärts. Caution, less danger. Okay, das steht dann unter Druck. Oh, beziehungsweise da muss ich irgendwas machen, damit das dann nicht explodiert. Hey, steht mal. Ach, da unten ist noch einer. Okay. Der soll sich mal bewegen. Mit dem engen Gässchen lässt sich nicht so gut kämpfen. Okay, wir könnten mal wieder HP brauchen. Gut. Ach nee, da ist schon wieder sein. Ach, die Viecher sind dann lästig. So. Gibt's hier noch was? Ohne dass ich ins Wasser muss. Da hinten ist das noch keine. Ne, gerade eine Selbstschussanlage, oder? Mal drauf schießen. Ist das keine Selbstschussanlage? Naja, wir werden es gleich sehen. Oh, ups, hallo! Nein, da, also wenn der da noch lebt, dann ist das sicher keine Selbstschussanlage. Wieder vergessen, dass da noch einer ist. Und wo dieser? Okay. Lass mich mal durch. Es dauert immer so lange, bis die... bis man dann da durchlaufen kann. Ah, okay. Also ist... Das ist die... das TNT-Päckchen. Oder was auch immer. Okay, dann gehen wir mal da rüber zur Tür. Mal schauen, vielleicht lässt sie sich so aufspringen. Aber zur Sicherheit speichere ich erstmal ab. Oh Mann, oder? Okay, dann können wir nochmal laden. Ich dachte schon, ich muss die Tür wegspringen, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Okay, da oben hat es schon wieder Soldaten. Mal gucken, wo die sind. Also das hier scheint auch die Rakete zu sein. Ach so, der war hier unten. Das ist wohl die Rakete, die die Wissenschaftler in der Umlaufbahn brauchen. Hallo. Hey, steht mal. So. Bitte nicht. Hat's noch einer? Ah ja, da hat's noch eine Kartoffel.
Stierkartoffel. So. Hier gibt's nichts mehr. Kann ich da irgendwie hoch? Scheint nicht der Fall zu sein. Oder? Nö. Oder? Nö. Naja, dann sparen wir uns die Bombe. Die muss irgendwo dann noch platziert werden, aber wo genau? Keine Ahnung. Und bevor ich jetzt hier mit der Bahn wieder weiterfahre, machen wir erstmal eine Pause und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.